Die Charts sind ihr Zuhause und dort sind sie erfolgreich. Mit Hits wie Durch den Monsun feierten Tokyo Hotel große Erfolge und dominierten wochenlang die Hitlisten. Nun betreten Frontmann Bill und sein Bruder, Gitarrist Tom Kaulitz, Neuland. Gemeinsam nehmen sie die Doppelrolle als Coaches bei The Voice of Germany 2023 ein. Im Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, sprechen die Brüder über ihre neue Aufgabe. Doch sie scheinen noch nicht genau zu wissen, was sie erwartet. Tom gibt zu, ich weiß gar nicht genau, was mich erwartet. Ich habe nie eine ganze Sendung geschaut, kenne nur Ausschnitte. Bill Kaulitz enthüllt, dass sie bereits für die allererste Staffel der Show angefragt wurden, aber zuerst abwarten wollten. Nun sind die beiden Musiker überzeugt und machen den anderen Coaches eine saftige Kampfansage. Als Team Toll wollen sie die besten Talente für sich gewinnen und den Sieg einfahren. Tom zeigt sich besonders begeistert von seiner neuen Rolle als Coach und neckt seinen Bruder im Podcast. Ich war schon mein Leben lang dein Coach, du bist neu in der Rolle zu coachen. Ich muss mir schon mein ganzes Leben lang deinen quietschigen Gesang anhören. Neben den Tokyo Hotel Twins werden auch Shirin David, Giovanni Zarella und Ex-Boyzone-Mitglied Ronan Keating mit ihren Talenten um den Show-Sieg kämpfen. Tom und Bill gönnen ihren Konkurrenten in der Show nur wenig. Tom träumt im Podcast davon, den anderen Coaches die Talente vor der Nase wegzuschnappen. Das wäre auch geil, wenn die anderen gar keinen Kandidaten abbekommen würden, scherzt der 33-Jährige. Die beiden betonen, immerhin ein großes Argument auf ihrer Seite zu haben. Wir schmeißen die besten Afterpartys. Und sollten alle Stricke reißen, könnten sie laut dem lustigen Brüder-Duo noch nachhelfen. So betonen sie, Kandidaten könnten ja auch mit Diamanten, Uhren und Autos geködert werden. Natürlich ist das nicht ernst gemeint, aber die Kaulitz Twins zeigen vor dem Start von The Voice of Germany einmal mehr, sie haben nicht nur Bock auf ihre neue Aufgabe, sondern auch jede Menge Humor im Gepäck. Und das dürfte vielen Kandidaten sicherlich gefallen.